Erst war es so gedacht, dass sie nur übergangsweise bei mir wohnen. Und ja, jetzt wohnen sie immer noch bei mir. Das war vor einem Jahr, es war glaube ich im April. Wir kannten uns noch gar nicht. Wir hatten uns noch nie gesehen. Wir haben nur einmal kurz E-Mail geschrieben. Das Gute ist ja, dass die beiden mit einem Studentenvisum nach Deutschland gekommen sind. Das heißt, der Aufenthalt war ja erstmal geklärt. Also, und wurden ja auch erstmal finanziell, konnten die Eltern sie auch noch unterstützen. Und deswegen mussten wir da nicht viel klären. Danach ging es halt los mit irgendwelchen bürokratischen Dingen, die man dann halt so regeln muss. Das Leben in Syrien vor dem Krieg war sehr schön. Alle Leute waren zufrieden und auch Familie alle zusammen und alle haben einen Job, alle studieren, einfach leben. Ne? Nach dem Abitur habe ich in der Uni BWL studiert. Dann langsamer kam der Krieg, hat alles sich geändert. Einfach die Familie nicht mehr zusammenleben. Menschen sind gestorben, man nicht mehr Frieden hat. Raketen kommt auch. Das war sehr schrecklich, sowas. Ich und meine Schwester sind wir nach Deutschland am 15. April 2014 gekommen. Wir sind mit dem Flugzeug gekommen. In diesem Tag hat mein Leben viel, viel geändert. Und ein neues Leben angefangen. Das wird auch richtig lecker. Ob es für dich noch eine größere Freiheit bedeutet, in Deutschland zu sein, als für Ibrahim. Ja, das glaube ich. Man kann alles machen, und ohne sich unter Druck zu sitzen. Unter Druck, also von Familie, von Freunden, von Gesellschaft, besonders von Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist sehr schwer. Das Leben hier in Deutschland ist schwer. Man muss eine neue Sprache lernen und man ist alles allein machen. Man muss viel kämpfen. Ratzfatz, schwuppdiwupp, hoppladihopp, larifari, bummeln, gut, das ist ein bisschen was anderes, ne? Wischiwaschi, Humbug, Mumpitz, Firlefanz. Was bedeutet Ratzfatz? Ja. Schnelle machen. Ja, sehr schnell einfach. Echt? Husch, husch. Husch, kenn ich nicht. Husch, husch, kennst du nicht? Nein. Husch, husch ist auch schnell, schnell. Besser denn das vor einem Pferd. Ja. Husch, husch. Auf Arabisch, oder? Ja. Husch, husch, husch. Husch, husch. Aber langsam. Ah. Hier sagt man brrr. Ja, ja. Ja, bei mir lernt man die wirklich wichtigen Wörter. Ist auf jeden Fall ein sehr vereinfachter Prozess, sich zurechtzufinden in einer neuen Welt, wenn man irgendwie mit Leuten zusammenlebt, die sich schon auskennen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass die beiden bald anfangen können zu studieren. Ich glaube auch gerade, dass den beiden das auch super gut tun würde, hier zu studieren und wirklich sich dann auch so anzufangen, was aufzubauen. Und das wünsche ich ihnen, dass sie ganz bald diese bescheuerte Sprachprüfung bestehen, die wirklich ziemlich schwer ist, die wahrscheinlich selbst ich nicht in der Zeit, in der sie die bestehen müssen, bestehen würden. Es wäre natürlich sehr schön, wenn die Familie noch nachkommen könnte und sie ihre Eltern und Geschwister auch in ihrer Nähe haben. Ich glaube, das wäre noch wichtig. Der Krieg wird lange dauern und bis dahin niemand weiß, vielleicht wenn ich ein Kind habe, vielleicht kann ich nicht mehr nach Syrien fliegen. Niemand weiß. Ich will mein altes Leben nicht verloren auch. Und ich möchte nur in meinem Heimatland weiter studieren und leben auch mit meinen Freunden und meinen Eltern.